Einen wunderschönen ersten Weihnachtsfeiertag und willkommen zu Graveyard Keeper. Ja, ihr Lieben, ich habe Fortschritte gemacht. Ich habe tatsächlich Fortschritte gemacht. Also mal abgesehen von dem Stempel am Tisch haben wir den Ofen Nummer 3. Und wir können endlich Stahlbarren herstellen, da wir endlich Graphit herstellen können. Wow, Party! Wie habe ich das angestellt? Ja, ich habe endlich mal gelesen. Klar, im Vorteil, wer lesen kann. Wenn man hier unter Schmiedekunst nachschaut, dann haben wir ja fortschrittliche Schmieden. Quatsch. Ja doch, nein, doch, fortschrittliche Schmieden und Schmelzen. Das brauchen wir auf jeden Fall. Ich habe hier Eisenguss genommen, weil wir Stahlteile herstellen müssen irgendwann mal. Und dachte mir, warum immer noch kein Graphit, verdammt. Dann ist es mir aufgegangen, Bergbau. Sammeln Kohle, Eisenerz und dann wertvolle Materialien. Herstellen Graphit. Golderz und Silbererz. Rein theoretisch können wir den Zombie-Bergbau anschmeißen. Machen wir jetzt auch mal. Und wenn ihr auf die Uhr guckt, wir haben noch ein bisschen Zeit bis zur nächsten Messe. Ich habe mir gedacht, es ist ein bisschen zu aufwendig, wenn ich jetzt jeden Schritt, ne? Also ich meine, ihr habt ja schon gemerkt, jetzt in den letzten Malen habe ich eigentlich nur noch eine Zusammenfassung gegeben von dem, was wir so hinbekommen haben oder was ich so hinbekommen habe. Und ich würde sagen, so halte ich es weiterhin und ich möchte eigentlich auch Graveyard Keeper so ganz langsam auslaufen lassen. Ich meine, wenn ihr es selber spielt, dann werdet ihr sowieso kaum noch hier reingucken, eventuell vielleicht mal um einen Tipp zu bekommen oder so. Aber ansonsten würde ich sagen, ich bringe, wenn, dann nur noch Zusammenfassungen. Und es sei denn, es wäre irgendwas anderes gewünscht, nicht wahr? Ihr seht ja auch, es stehen andere Projekte an und es weihnachtet sehr und all dieser ganze Kram. Ihr wisst ja, was ich meine. Von daher wäre es vielleicht echt eine Maßnahme, sich auf die neuen Dinge zu konzentrieren und wie gesagt, immer mal so ein Status-Update zu geben, was unseren Graveyard Keeper hier so angeht. Also was der gerade wieder so treibt, wie weit er wieder gekommen ist und so. Um das ganze Zugelaber hier mal so ein bisschen irgendwie... Nein, Quatsch. Um das ganze Hausarbeiten mal ein bisschen zu überbrücken, habe ich euch jetzt gut zugetextet. Das wollte ich eigentlich sagen. Ich habe gerade mal geschaut. Wir haben wenig Energie. Nehmen wir uns mal ein Sandwich. Bappen dann den Kram hier rein. Den blauen Schleim, den können wir unten verwenden. Ich habe sehr viel geforscht. Ich habe dies und jenes veranstaltet und muss sagen... Naja, alles ziemlich cool. Wir haben echt aufgeholt mit unseren Punkten. Ihr seht es ja, also 504, 796 und das, obwohl ich gelernt habe, wie ein Jäcker. So, lass mal gucken. Wir brauchen Kohle und deswegen gehen wir mal eben los. Wie sieht denn unsere Hacke aus? Eigentlich ganz gut. Und wir sollten uns... Ach, ich habe sogar eine Angel gekauft. Ich habe tatsächlich eine Angel gekauft, Freunde. Wir schauen jetzt aber erstmal, was unser Bergbau macht. Müssen wir eventuell ein bisschen aufpassen. Oh, nö, geht. Warte mal, wie voll sind wir? Es geht. Nehmen wir mal ein bisschen Bienenkram mit. Vielleicht bekommen wir ja schon wieder die Möglichkeit. Eine neue Biene, wie cool. Der Bienenstock links, der hat jetzt schon länger nichts gegeben. Auch nochmal eine Biene. Ach, wie cool. Wir haben jetzt zweifach Bienenwachs, zwei Bienen. Ach, meine Güte. Vier Honig dürften wir eigentlich haben. Ausdauer reicht locker, um auch gleich noch Kohle abzubauen. So, der pennt. Das Ding ist leer. Das ist gut. Pass auf, dann nehmen wir ihn nämlich wieder und legen ihn hier hin. Und dann kann er nämlich auch wieder direkt transportieren. Sehr schön. Links runter war eigentlich nur... Ach nee, doch, warte mal. Wir müssen erstmal rauf Kohle besorgen. Der Wald beim Fluss. So, hier oben irgendwo. Nicht hier? Oh. Nein, doch. Oh. Ja, dann halt noch ein bisschen weiter. Kriegen wir auch noch hin. Obwohl, das war gar nicht so weit, ne? War, glaube ich, sogar noch unter unserem Dingensbummens, oder? Quatsch, auf der anderen Seite des Flusses. Deswegen auch der Weg darüber. Mhm. Hier könnten wir angeln. Probieren wir mal. Habe ich noch nie gemacht. Okay, halte A, um die Angel auszuwerfen. Ah. Nochmal. Geht nicht.
Verschiedene Köder haben wir aber nicht. Okay, pass auf. Ach so. Aha, ich muss also auch einen Bereich treffen, den es gibt im Fluss oder so. Verstehe ich nicht. So, probieren wir es mal. Hoffentlich ist das nicht so schlimm wie bei Stardew Valley. Oh. Okay. Ich probiere es noch einmal. Wusch. Ich habe gar nicht begriffen, was ich machen muss, weißt du? Du. Ich habe jetzt gerade eben auch wieder A gedrückt. Ich könnte jetzt gleich mal X drücken. Also ich... komm, wir probieren es noch einmal. Wusch. Vielleicht A gedrückt halten? Ich weiß nicht. Mal gucken. Aha. Ist wie bei Stardew Valley. Hab ihn! War jetzt nicht so schwer, diese Brachse zu finden, zu fangen, aber es war halt Stardew Valley-like. Okay. Hier ist die Kohle, bis da. Wir haben einen Fisch gefangen. Und das erste Mal gesammelt, geangelt, gegammelt. So, sieht schlecht aus mit unserer Ausdauer, deswegen pfeifen wir uns direkt mal ein bisschen Sauerkraut und ein Sandwich, weil wir brauchen so einiges an Kohle. Wir müssen ein bisschen Graphit herstellen, wir brauchen ein bisschen was als Brennstoff. Und dann müssen wir mal schauen, dass wir hier gut hacken. Gut hack. Warum haben wir eigentlich Lebensabzug? War der Fisch irgendwie gefährlich? Ist da irgendwas passiert? Habe ich einen Piranha gesammelt? Keine Ahnung. So, gucken wir mal. Wir haben 122 Kohle, sollte erstmal reichen. Um Holz brauchen wir uns ja eigentlich keine Sorgen mehr machen. Das besorgen unsere Zombies. So, schauen wir mal, ob es hier jetzt... Aha. Könnte man gleich noch ein bisschen Eisenerz mitnehmen. So, lass mal gucken. Guck mal hier. Zombiebergwerk rechts, das wäre Marmor. Zombiebergwerk links, das wären Steine. Wir brauchen natürlich auch eine Spitzhacke. Dann können wir natürlich auch unseren Steinvorrat müssen wir aufbauen. Erz, ach du meine Güte, wir müssen einige Planken, einige Nägel mitnehmen. Und gut, dass ich neues Werkzeug erstellen möchte. Aber dann machen wir das auch. So, nehmen wir mal noch was Metal mit. Wie Metal? Ich nehme auch nur einen Block mit, damit ich ihn nicht die ganze Zeit schieben muss. So, bam. Und dann latschen wir mal nach Hause. Wir haben Kohle besorgt, damit können wir Graphit herstellen und Stahl. Wir haben wieder Brennmaterial für unseren Ofen. In der Küche. Wir gehen nochmal hier unten rum. In der Küche und so weiter, bla 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 bla. Wir haben noch den ganzen Tag, naja, so lang ist es nicht mehr. Den Dreivierteltag, den haben wir jetzt noch zur Verfügung. Um uns vorzubereiten auf die Messe. Ich habe den Esel bestellt. Hier zur Hexe sollten wir demnächst auch nochmal. Also wie gesagt, ich habe den Esel bestellt. Und der sollte uns Leichen bringen. Damit hätten wir dann eventuell, wenn wir Glück haben, sogar noch dreimal Fett vielleicht. Müssen wir höchstwahrscheinlich schon wieder Kerzen kaufen. Aber wir brauchen Erfolg beim Beten. Der Friedhof ist auch wieder ein bisschen größer geworden. Sind wieder, es bimmelt und wir haben eine Leiche. Cool. Der Friedhof ist auch wieder ein bisschen größer geworden, ein bisschen aufgeräumter. Ich glaube, wir haben jetzt über 60 Punkte. Oh, der hat schon all seine Dinger gegessen. Ihr seht, ich habe hier schon mal zwei Brenner vorgedingt. Oh, wir haben sogar zwei Leichen. Schön, damit hätten wir dann am Ende des Tages dreimal Fett. Das ist cool. Damit können wir was anfangen. So, pass mal auf. Erstmal dahin. Dann habe ich den Amboss aufgepumpt auf Amboss 2. Das heißt also, wir könnten uns jetzt so eine Spitzhacke 2 machen. Fehlen uns eigentlich nur so Stöckchen. Weiß ich gar nicht, ob wir die hier machen. Schauen wir mal eben. Politurpaste, Öl. Öl, ja. Öl ist noch im Moment so ein Problem. Komischerweise. Ich habe so Öl gekauft vom Dingens, aber... Naja. Was wollte ich? Ich wollte Stöckchen machen, ne? Stöckchen machen wir denn aber wenn... Ne, Keile machen wir hier, dann machen wir die hier. Auch nicht. Aber pass auf, wir brauchen eh eine Menge Balken. Zweimal Stahl haben wir schon. Eine Menge Balken. Ja, 27 von diesen Balken haben wir. Wir brauchen eine Menge Nägel. 16 hätten wir schon mal. Oh, das wird voll in meiner Tasche. Sollen wir eben was ablegen? Zip.
Nein, im Dungeon war ich noch nicht weiter. Pass auf, 22. Tun wir mal so ungefähr 50 Kohle hier rüber. Das dürfte locker stacken. Dann hätten wir hier wieder Brennmaterial. 160. Zack. Ist das cool. Dann können wir direkt ein paar Brote machen. Hier mal einfach meinen Auftrag. So, das Kapitel können wir unten abgeben. Das Mehl können wir hier lassen. Bienenwachs genauso. Die Biene tun wir hier oben rein. Wir müssen dann... Ja, die unten. Biene hier rein. Wir müssten dann mal schauen, dass wir da eventuell eine Kiste bekommen. Ich tue den Fisch einfach mal hier rein. Im Moment weiß ich damit noch nichts anzufangen. Ja, Kapitel das nach unten, das nach draußen. Den Hof haben wir ja auch vergrößert, deswegen haben wir hier auch eine zweite Kiste. Mal gucken, war hier schon Kohle drin? Hier war schon Kohle drin, dann tun wir die mal hier rein. Perfekt, die stackt wohl auf 100, wie es aussieht. Schön. Wasser würden wir hier auch nochmal gebrauchen, wenn wir irgendwie irgendwas herstellen wollen, Stahl oder so. Bäm. Ja, da kommt unser Zombiebär. So, Wasser. Bäm. Dann gehen wir mal eben runter. Ba, ba, ba. Also ihr habt gesehen, Graphit ist gar nicht so schwer, man muss nur lesen. Naja, und das mit dem Lesen ist halt auch nicht immer meine Stärke. Ich überfliege die Sachen sehr gerne. Die beiden behalten wir mal im Dingens, dann können wir die verkaufen. Wir können dann direkt danach der Predigt irgendwie mal eine Verkaufsrunde anstrengen. Passt noch? Passt nicht. Passt noch? Passt nicht. Da müssen wir leider mit oben in die Kiste packen. Wir müssen uns nochmal ein Alchemieregal machen. So, Bienenhonig, Bienenwachs hier rein. Damit haben wir schon wieder 9 Wachs. Aha. Aber nur einmal Fett. Und mit den beiden Leichen hätten wir leider nur 2-mal Fett. Wo laufe ich hin? Bah. Weißt du was? Noch einmal zurück, weil es so schön war. Wir hauen mal eben die Arbeitsmaterialien hier rein, damit wir genug Platz in unserem Inventar haben, wir nicht mehrmals laufen müssen. Und dann schauen wir doch mal. Bäm, bäm. Gut gegessen. Ist halb seziert. Oder so. Ich glaube aber, die verbrennen wir. Ne? Ja, verbrennen wir. So. Wusch. Blut brauchen wir so oder so. Wir brauchen das Fett ganz dringend. Ich habe Papier hergestellt. Ich habe Papier verwurstet und all das ist da. Also richtig viel. Und ich habe alles Mögliche durch diesen Tisch laufen lassen. Diesen Untersuchungstisch da oben. Diesen Forschungstisch. Sagen wir mal, Untersuchungstisch waren wir ja gerade. Dieser Forschungstisch. Und habe dadurch natürlich eine Menge Punkte gemacht. Aber die sind ja auch wieder draufgegangen. Für all unsere Kleinigkeiten, die man so brauchte. Zum Beispiel Graphit lernen. Verdammt, da habe ich lang dafür gebraucht, um das zu checken. Ja, echt übel. Echt übel. So, Blut brauchen wir. Ich habe immer noch keine neuen Rezepte herausgefunden, was mich ein bisschen traurig stimmt. Ich überlege, nehmen wir den Schädel mit. Dann hätten wir mal wieder einen. Wir müssen aber eh erstmal das Fleisch entfernen. Na komm, wir verbrennen den eh. Können wir den mal. Ja. Ja. Und das nächste wäre natürlich, würde mich tierisch interessieren, wie wir Zombies herstellen, aber da bin ich jetzt noch nicht so ganz sicher, wie das geht. Ich denke mal, eine Leiche so gut wie möglich erhalten und die, ja, pushen wir denn mit irgendeinem Zeug. Kann man nehmen irgendwas mit nach unten hiervon? Nee, eigentlich nicht. Also können wir direkt mal hier durch. Ich glaube, ich habe auch schon eine Weiche, nee, habe ich noch nicht freigeschaltet. Weiche Kirchenbank. Finde ich ziemlich cool, sowas. Ja, der Schädel bleibt hier. Dann haben wir schon mal wieder 3 Schädel. Achso, warte mal, das Fett bleibt auch hier. Und das Blut natürlich auch. Ba, 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 ba. Dann könnten wir eigentlich sofort eine Kerze herstellen.
Denn wir haben gleich Predigt. Dann packen wir uns mal eben eine coole Predigt ein. Nehmen wir eine, die uns, ja, ich weiß nicht, die bringt am meisten ein. Das ehrliche Gebet im Endeffekt. Ach komm, nehmen wir mal das ehrliche Gebet mit. Und ja, dann mal zum Episkop. Oh, guck mal hier. Bam. Eine Geschichte und Glaube haben wir bekommen. Sehr schön. Wie viel Platz haben wir noch? Ein bisschen haben wir noch. So, pass auf, hier handeln. Ach, guck mal, können wir ihm verkaufen. Ja, verkaufen wir ihm. Ich bräuchte eigentlich 2 Kerzen, damit wir 3 haben. Ganz schön teuer, was wir hier so anrichten. Habt ihr die Preiserhöhung gesehen? 1,33 direkt. Ist das ein Typ, ey. So, fertigen. Fertigen. Ach Mist. Ich habe ja keine mehr. Ah, wieso habe ich keine mehr? Warum habe ich keine Kerzen mehr? Jetzt nochmal kurz runter. Ich habe eine gebaut, ich habe 2 gekauft. Habe ich 2 gekauft? Hier ist keine Kerze drin. Hier ist auch keine drin. Das ist jetzt aber blöd, dann müssen wir noch eine Kerze kaufen. Dann soll der Knaller werden hier. Entschuldigung. Aber Familie Frosch freut sich auch, ne? Von daher. So. Jetzt sind wir arm wie eine Kirchenmaus. Sind wir ja auch. Kerze an. Ich habe noch... Ach, deswegen. Nee, bin ich blöd. Der verkauft nicht immer 2. Oh, bin wirklich ein Dämmel. Das habe ich da schon so häufig gemacht. Mir ist das nie aufgefallen. Auch ganz schön verrückt. Ihr seht, die Kirchenqualität haben wir mittlerweile 31. Hiermit hätten wir denn sogar 33. Und dann wollen wir mal beten, Freunde. Ein ehrliches Gebet. Und wie immer würde ich natürlich gerne mal ein paar Worte sagen. Guckt mal, durch die Kirchenbänke sind schon viel mehr Leute da. Ja, unsere Kirche ist halt klasse, ne? Oh, toll. Toll. Ja, toll. Wow. Was kommt denn da zusammen? 7 Mal glauben jetzt schon. Wow. Wenn der jetzt noch hinhaut. Ja, 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 ja. Oh yeah. Okay, toll, yeah. Auch nochmal. Wow, 4 dazu oder 5 oder was? Wow. 12 glauben. Ich werd verrückt. Cool. So, lass mal schauen hier. Oh, schön. Bei 5 Leuten haben wir dann wenigstens schon mal 1 Taler zusammen. So, die nehmen wir. Kohle packen wir ein. Cool. Naja, jetzt haben wir mehr Geld als vorher. Einmal, nee, Quatsch, wir müssen noch die Leiche draußen abholen. Also das, ne, wir brauchen unten gar nicht mehr lang, glaube ich. Wir müssten zwar noch Glaube und Dingens wegbringen. Aber da holen wir uns mal eben noch schnell die Asche. Okay, 3 Stück haben wir noch. Können wir mal so im Hinterköpfchen behalten. Wollte ich hier noch irgendwas? Tja, gute Frage. Nächste Frage. Ne, der Rest gehört eigentlich mehr oder weniger in die Küche. Wir sind recht voll, deswegen erstmal Küche. Da wir kein Geld haben, machen wir ein Fleischpaket, anstatt irgendwie großartig Fleisch zu schnetzeln. So, die können wir verkaufen. Sehr schön. Könnten uns ein bisschen Sauerkraut machen. Ja. Gut, 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 gut. Hier sind die Brote noch dran. Warte mal, warte mal, warte mal. Meine Güte, Familie Frosch freut sich wirklich dabei zu sein. Blum. Gut, Segen und Dingens müssten wir eigentlich unten abgeben. Wir gehen aber sowieso gleich unten durch. Asche wieder hier rein. Das heißt, wir könnten 5 Urnen herstellen. Wow. Das ist ein Hammer. Haha. Wie wär's mit Honig hier reintun? So, Brot haben wir mitgenommen. Dann gehen wir mal kurz hier unten rein.
Wir sind ein bisschen langsam, weil wir einfach ein bisschen übermüdet sind. Man merkt's, ne? So, dann haben wir 44 Glauben. Genial. Einfach nur genial. Dann gehen wir mal eben noch schnell ein bisschen was verkaufen. Dann bekommen wir also auch beim Episkopen Geld für diesen Handelssegen. Das ist schon mal gut zu wissen. Mal schauen, was uns der Händler gibt. Meine Güte, die Familie Frosch geht mir heute ein bisschen auf den Senkel. So, reden, handeln. Bestattungsurkunde, 3 Stück kannst du schon mal haben. Und dann kannst du hier 2 Fleischpakete haben. Ist das nicht wundervoll? Dann könnte ich dir hier noch, ja, 4 von meinem super selbstgemachten Sauerkraut anbieten. Und vielleicht 5 hiervon. Ist das nicht super toll? Nee, fehlt noch 2 Brot. Ja, cool, kannst du haben. So. Klimper, 12 Stück haben wir. Perfekt. Das ist cool. Das ist cool, Freunde. Wir sind eigentlich recht gut dabei, was unsere Ausdauer und so weiter angeht. Ich würde sagen, wir pennen eine kleine Runde und gehen dann nochmal ins Dungeon. So viel Zeit muss heute noch sein. Und wie gesagt, ich werde euch dann immer wieder mal auf dem Laufenden halten. Und so ganz langsam Graveyard Keeper als Let's Play dann halt. Ja, so aus dem Programm verschleichen lassen. Ausschleichen, glaube ich, nennt man das. Und dann schauen wir mal. Immer wenn es irgendwas Tolles, Neues gibt, melde ich mich. Also, wenn ich dran denke. Ihr kennt mich. Alte, tödliche Sack. So. Auf ins Dungeon. Wir haben genug Essen dabei. Ich muss halt nur ein bisschen auf die Gesundheit achten. Ich hätte mir jetzt eigentlich noch gerne eine neue Spitzhacke gebaut und das mit den Zombies am Steinbruch ausprobiert, aber das können wir dann vielleicht doch nochmal zusammen machen, vielleicht in der nächsten Folge. Damit ihr da auch nochmal seht, wie das abläuft. Wenn ich es schaffen sollte, einen Zombie zu züchten, dann melde ich mich natürlich so oder so. Ich glaube, hier hat man schon gecleared, ne? Hier gab es doch diesen Goldbrocken oder so, ja, ja. Gut, dann mal hier durch. Ja, schon ganz schön aufgeräumt hier. Dass wir so einen Helm nicht bekommen. Ich weiß gar nicht, waren wir erst oben oder waren wir erst hier unten? Ach, guck mal, hier unten tummelt sich noch so einiges. Aha, so. Kommt, Kinder. Hier bin ich. Gut. Eieieiei. Was? Zwiebelsamen. Cool. Weil Zwiebeln brauchen wir auch. Yeah. Oh, das war knapp. So. Zwiebelsamen. Ja, wie cool. Aber leider zu wenig. Ach, Kohlsamen. Zwiebelsamen, geil, aber wie gesagt, zu wenig. Schade. Wow, schon ganz schön mitgenommen. Die Ausdauer können wir ja recken, aber oh, oh. Diese bösen Feuerdinger. Shit. Dass es da aber nur Fledermausflügel gibt, finde ich ein bisschen schade. Uah. Weil die sind ja schon ein bisschen kritischer, ne, zu betrachten. So, der hat einen Angriff gemacht. Yeah. Okay, hier sind nur noch Fliegen und hier wird es auch noch eine Etage tiefer gehen. Hier würde es eine Etage tiefer gehen, Freunde. Schauen wir aber erstmal, was hier die... Wow, was? Weizensamen? Schon wieder Zwiebelsamen?
Oh, wir werden reich. Reich und mächtig, Freunde. Oh. Da müssen wir jetzt mal schauen. Was können wir denn hier lassen? Eigentlich die Fledermausflügel. Ganz normaler Kohlsamen brauchen wir nicht. Ganz normalen Weizensamen brauchen wir auch nicht. Wie gesagt, diese Fledermausflügel. Okay, so. Dann lieber ein paar Eisenstücke und Bretter. Oder in dem Sinn Fall Balken, glaube ich, ne? Naja, die brauchen wir auch schließlich. Oh, oh, oh. Wenn man Geduld hat, kommt man mit dem echt gut klar, ne? Die einzigen, die mir hier echt immer Sorgen machen, sind diese Feuer. Feuerflatterer hier unten. So. Dann kann man den gleichen Trick anwenden wie bei den anderen. Aber trotzdem. Wie, das war's schon? War schade. Hätte ich mir jetzt aber mehr gewünscht. Okay. Gehen wir mal in das nächste und dann schauen wir mal, wie lange ich da noch überlebe. Hier gab es nichts mehr. Nee, nicht wirklich. Schade. Oh, aha, okay. Ich meine, viel Energie und viel Leben haben wir nicht mehr. Oh, hier gibt's. Oh, oh. Hier sieht jetzt nicht so freundlich aus. Samen schon wieder. Oh! Wow. Aha. Okay. Ja. Schockschwere Not. Was machen wir denn da? Ja, die hier. Spinnennetz. Noch nie gesehen als Ressource. Oh. Können wir gar nicht dran. Ich hoffe, die Weizensamen bleiben hier noch liegen. Und Rübensamen. So sieht es nämlich aus. Schade, dass man die Qualität jetzt nicht einfach so ad hoc erkennt. Oh, das überlebe ich eh nicht. Ja, sag ich doch. Ich bin aber so doof stehen geblieben. Naja gut, wir haben wieder einiges geschafft. Wir sind jetzt, ich glaube, auf Level 7. Können direkt ein paar Sachen wegbringen. Lass mal schauen. Hier könnten wir zum Beispiel das Spinnennetz reintun. Das ist mir ja noch nie untergekommen. Die ganzen Pulver bringen wir nach unten. Die Samen nach drüben raus also. In unser Beet. Also, ne? Für da zum Anzubauen und so. Oh, wie cool. Wir haben schon richtig vorgearbeitet mit Baumaterialien. Die wir dann später mal brauchen. So, die ganzen Puder kriegen wir hier rüber. Das ist schön. Bretter und so habe ich hier gelassen. Die Nägel nehmen wir auch mal mit, die rostigen. Hier habe ich nichts reingepackt. Okay. So, was haben wir denn hier noch? Nägel. Planken, Bretter. Da, guck mal, haben wir sogar Stöckchen. Steine brauchten wir jetzt nicht sofort. Okay. Ja, aber cool. Dann haben wir sogar Stöckchen. Hier raus, lass mal überlegen, über die Kirche. Ja, vielleicht wollte ja jemand beichten. Irgendwo, nee, gut. Machen wir hier mal eine Runde raus. So. 67 ist unser Friedhof mittlerweile wert. Ist das nicht cool? Ich finde schon. So, ich glaube, 3 von diesen Holzscheiten hatten wir noch da unten drin. Also dieser, ne, zum Verbrennen. Würden wir, wenn 5 brauchen, hier können wir auch schon wieder ernten. Im Moment denklich ungünstiger Zeitpunkt, aber ganz ehrlich, wir sortieren mal eben aus. Muss ich das halt alles nochmal einpacken. So, warte mal, was hier nicht noch reinpasst. Was tun wir denn in die neue Kiste? Ist ja genauso angeschlossen an das System hier. Dann schauen wir mal eben. Wie gesagt, ich hätte gerne eine neue Spitzhacke. Da ist sie. Oh, können
Perfekt. Machen wir. Yeah. So. Und die wollen wir jetzt ausrüsten. Bäm. Ah, ist das cool. Die Spitzhacke, die tun wir in die Kiste, denn wir brauchen ja Spitzhacken für unsere Bergbau-Zombies, nicht wahr? So, ernten. Bäm. Oh, warte. Können wir direkt wieder... ernten. Bäm. Und... super cool. So. Los. Bäm. Schaffen wir das noch? Oh ja. Cool. Die beiden auch noch. Wow. Dann kannst du dich auch mal direkt wieder darum kümmern, etwas zu tun. Ernteabfälle können weg. Die Sämchen kommen hier rein. Die Sämchen auch. Das Hanf käme runter. Samen. Samen. Torf kommt auch weg. Perfekt. So. Legen wir mal los. Machen wir Rübensamen. Blub. Karottensamen machen wir für dich. Zup. Hanfsamen machen wir für dich. Zup. Weizensamen machen wir. Super. Karottensamen für dich. So, und hierfür haben wir leider noch nichts über, was in Massen da wäre. Aida. Okay. Ja, cool. Wir haben eine neue Spitzhacke. Wir haben eine Spitzhacke für einen Zombie, der hier arbeiten könnte. Wir können ja mal eben schauen hier. Vielleicht irgendwo einen Stein. Ob wir da einen höheren Ertrag haben oder so. Hier ist mein Weinfeld, obwohl da jetzt noch nichts großartig und so weiter. Ihr wisst schon. Ne? Kinder, ich brauche nur mal eben einen Stein. Ich möchte das nur mal ganz kurz testen. Hey, jetzt sofort mit einem Stein. Stein. Stein auf Stein, Stein. Hier hätten wir noch so ein Zombie-Beet, denke ich mal. Oh, hier können wir auch nicht arbeiten. Okay. Das Grab hier habe ich auch noch nicht verbessert. Wollte ich auch mal machen. Ich habe nämlich keinen Plan, mit was das hier zusammenhängt, mit dieser Hütte und so. Da ist Stein. Hier kann ich nicht abbauen. Aber hier. Drei Steine. Das ist cool. Ausdauer hat es auch nicht so viel gebraucht. Aha. Hey, hör auf, hier rumzuschleichen. Ich habe dich gewarnt. Ich vertrete mir nur die Beine. Hier gibt's nichts zu sehen. Was machst du denn hier? Es ist ein Hinterhalt. Ich bin kein Experte, aber nach einem Hinterhalt sieht das jetzt hier nicht aus. Der Inquisitor hatte einen Albtraum über dieses Portal und die Kultisten. Also warten wir jetzt auf die Kultisten. Welche Kultisten? Schlimme Leute. Die stecken bestimmt mit den Hexen unter einem Hut. Hilf mir doch mal, Tom. Das sind Hexenkultistenschweine. Die wollen unsere geliebte Königin umbringen. Und sie wollen die Inquisition abschaffen. Und die wollen unsere Jobs wegnehmen. vielleicht bist du ja ein Kultist. Nee, Jungs. Ich bin der Friedhofswärter. Und ich gehe dann mal. Ich kann den Stein hier nicht untersuchen, während sie hier sind. Ach so. Müssten wir eigentlich untersuchen. Ah, weil hier sind nämlich Symbole. Ne? Habt ihr gesehen? Ja. So, gut, ihr Lieben. Ha, auch das war wieder mal eine, ja, doch ziemlich interessante Folge Graveyard Keeper. Wie gesagt, ich kann endlich meinen Stahl herstellen. Werde ich mal tun. Werde ich Stahlteile herstellen und alles aufpumpen, was es zu pimpen gibt. Bis dahin würde ich sagen, passt auf euch auf. Gehabt euch wohl. Ich bin raus. Euer John D. Fool und tschüss.